Ich muss gestehen, ich habe sie zumindest in Teilen gesehen und es ist das Verstörendste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Wie ist das Internet? Welcome. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Dies, das Internet, der neuen Internetshow über Internethumor, Memes, Social Media und allem, was dazugehört. Schön, dass ihr dabei seid. Ich stelle euch jetzt die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der ersten Folge vor. Sie hat fast 10.000 Follower bei TikTok. Hier ist Saskia Fröhlich. Er hat einen erfolgreichen Tweet mit 6 Likes. Es ist Nils. Und er ist sogar froh, wenn er nur eine stabile Internetverbindung hat. Roman. Diese drei Gladiatoren werden sich heute in einen Kampf darum begeben, wer sich im Internet am besten auskennt, wer den besten Content createn kann im Internet und wer am Ende das Internet gewinnen wird. Das Ganze passiert in 4 Runden. Die besten 2 in diesen 4 Runden treten nachher nochmal im Finale gegeneinander an, bis wir einen Champion der Folge 1 von Dies, das Internet haben. Ich will auch gar nicht lange drum herum reden, kommen wir direkt zur ersten Aufgabe, die diese drei in den letzten Wochen bearbeiten mussten. Aufgabe 1. Starte sinnlos Beef. Und zwar ging es bei dieser Aufgabe um was ganz Zentrales beim Internet, und zwar Streit, Diskussion, Beef, wie auch immer. Die Aufgabenstellung war, beginne eine möglichst sinnlose Diskussion im Internet. Und ich bin mal gespannt, wie die drei da rangegangen sind, wie die drei das gelöst haben. Und ich würde einfach mal sagen, Nils, warum fangen wir nicht mit dir an? Erzähl du mir mal, was für eine sinnlose Diskussion du angefangen hast. Das kann ich gerne machen. Und zwar habe ich mir ein Medium ausgesucht, was sich für Diskussionen immer sehr gut anbietet, und das ist Twitter. Und ich möchte das gerne in 3 Akten präsentieren, was ich da gemacht habe, wenn das jetzt alles funktioniert. So, also, zuerst muss ich mir natürlich einen anonymen Account machen. Ich habe mich Pasta Bernd genannt, aber einfach nur, weil ich es witzig fand. Und dann habe ich überlegt, wo kann man denn am besten eine sinnlose Diskussion starten? Und das ist auf Twitter, natürlich bei K-Pop-Fans, ist ja ganz klar. Der Hashtag Life Goes On Again war in den Trends. Ich habe keine Ahnung, worum es ging, aber unter anderem dieses Bild. One time for the present, 2 time for the past. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ich habe herausgefunden, dass diese Band BTS heißt. Und ich wollte einen richtigen Beef anfangen und habe gefragt, who is better, BTS or One Direction, what do you think? Und ich habe mir davon natürlich viel erhofft. Das ist die Antwort. Ja, und damit ist es eine sehr sinnlose Diskussion gewesen, weil sie überhaupt nicht stattgefunden hat. Ich weiß auch nicht, ob du mit BTS unbedingt die krawallbürstigste Fanbase gefunden hast. Ein guter Versuch und ich bin gespannt, was die anderen dem entgegenzusetzen haben. Saskia, was war dein Versuch einer möglichst sinnlosen Diskussion im Internet? Ja, das kann ich euch gerne zeigen. Ich habe da 3 Versuche getätigt, und zwar 2 auf Reddit und 1 auf Facebook. Der auf Facebook war tatsächlich am erfolgreichsten. Und zwar ist es eine Gruppe, wo Leute sich über Haarpflege, Haarprodukte austauschen, was ich auch hier und da mal ganz interessant finde. Und da hat eine Dame halt irgendwie eine Frage gestellt, mit der ich auch nichts anzufangen wusste. Sie hat halt gefragt, welchen Buff man empfehlen kann. Ich hatte keine Ahnung, was ein Buff ist. Ich habe es gegoogelt und herausgefunden, dass es ein Haarband, aber auch in einem Videospiel ein Stärkungszauber ist, der einen Charakter temporär stärker macht. Und ich dachte, bevor sie jetzt in der Gruppe hier irgendwelche komischen Fragen stellt, kläre ich sie mal darüber auf, was denn überhaupt ein Buff ist und dass das natürlich völlig fehl am Platz ist. Ich dachte halt, die Leute, die wollen wirklich nur über Haare sprechen, die wollen dann nicht irgendwelche Klugscheißer wie mich haben, dass die wirklich darauf abgehen und Streit anfangen. Aber tatsächlich fanden die das eher lustig, als dass man da eine Diskussion anfangen wollte. Das Ergebnis könnt ihr ja sehen, ein paar interessante Kommentare kamen dazu, aber ja, eher, haha, lustig. Und dann habe ich noch einen Versuch gestartet auf Reddit, beziehungsweise 2 Versuche. Und zwar hat jemand geschrieben, was man denn
mit der Zeit anfangen würde, wenn man den Schlaf skippen könnte, ohne dass man irgendwelche Nebenwirkungen hat. Und dachte ich, wenn ich schreibe, dass ich die freie Zeit zum Schlafen nutzen würde, dass da der ein oder andere, nicht ganz so damit einverstanden wäre. Ich habe das direkt gescreenshottet, tatsächlich kam da nicht mehr. Also es kam kein einziger Kommentar darauf. Ich habe es vorhin nochmal aktualisiert und dann war mein dritter Versuch und ich dachte, damit kriege ich die Leute, der folgende. Und zwar hat jemand auf Reddit ein Bild gepostet von einer riesen Toblerone und daneben liegen zwei Bananen. Und die Person meinte, dass irgendjemand, ein Kunde, ihm die Schokolade geschickt hätte, was er jetzt damit machen sollte. Und dann wollte ich die Leute darauf hinweisen, dass das doch keine Schokolade ist, sondern Bananen. Und ich dachte so, ja, so klugscheißermäßig, das finden die Leute nicht so toll. Und darauf gab es gar keine Reaktion. Und damit ist dann im Endeffekt dann auch meine Bearbeitung hier beendet. Ich hatte auch nicht so erfolgreiche Diskussion, aber immerhin ein paar Reaktionen auf den Facebook-Kommentar. Was ich beim letzten Reddit-Post spannend finde, ist, dass dein Kommentar null Likes hat. Ich meine, bei Reddit ist es so, dass man den eigenen Kommentar sofort am Anfang liked. Das heißt, du hast immerhin einen Dislike provoziert. Das war sozusagen der größte Erfolg dieses Versuchs. Ich habe tatsächlich meinen eigenen Like weggemacht, weil ich dachte, das sieht komisch aus, wenn ich das jetzt hier screenshotte und man sieht, dass ich das geliked habe. Das wollte ich nicht. Ja gut, okay, das ist natürlich, das erklärt es natürlich auch. Bisher, ich sag mal so zwei Versuche, die ihr da unternommen habt. Ich bin mal gespannt, Roman. Du hast ein offenes Scheunentor, ob du es nutzen kannst. Also ehrlich gesagt protestiere ich diese Aufgabe ein bisschen, weil ich unterstütze diese Internetkultur nicht, dass man überall toxische Kommentare hinterlässt. Ich finde, das haben wir schon genug. Ich weiß nicht, dass dieses Showformat so gut ist, dass weiter so Werbung dafür zu machen. Was die Aufgabe war, in der Kommentarspalte, deswegen ist mein Zeitverschwenden hier mit dieser Diskussion zwar sinnlos, aber nicht ganz die Aufgabe, wie ich das geplant hatte. Also du möchtest jetzt hier eine Diskussion anfangen. Das ist dein Versuch. Weil das Sinnloseste ist immer, den schlechtesten Zeitpunkt zu finden. Für die Diskussion. Ich finde es ja geil, dass es damit losgeht, weil es kann sich nur steigern von hier aus. Und Roman, ich muss sagen, das provoziert mich jetzt so mittelmäßig irgendwie, so was die Diskussion angeht, weil das Gemeine ist halt, dass ich hier die absolute Deutungshoheit habe und ich die Punkte vergebe. Insofern weiß ich nicht, ob das der sinnvollste Versuch war. Okay, das waren also die drei Beiträge für diese Runde. Ich muss ja sagen, hat im Schnitt so mittelmäßig geklappt, ne? Aber natürlich habt ihr jetzt auch nochmal die Chance, was zu den anderen zu sagen und zu argumentieren, zu verkaufen, warum euer denn hier den Punkt mit nach Hause nehmen soll. Nils, warum war dein Versuch der gelungenste? Ich muss sagen, ich bin natürlich beeindruckt von den anderen Beiträgen. Das war alles ein sehr hohes Niveau hier, es war alles super. Aber ja. Romans Idee, so einen Meta-Kommentar zu machen zu der Aufgabe, hatte ich auch überlegt, aber ist dann doch irgendwie auch ein Cop-out, dass man die Aufgabe nicht richtig gemacht hat. Deswegen finde ich, ist er da aus der Verlosung raus. Saskia hat gute Ideen gehabt, die aber eher als Gags funktioniert haben als richtige Diskussion. Deswegen würde ich sagen, auch wenn mein Beitrag nicht so funktioniert hat, wie er funktionieren sollte, ist er trotzdem der Einzige, der ein bisschen was von einer Diskussion hatte. Deswegen finde ich, ich habe den Punkt verdient. Saskia, deins sind mehr Gags als Diskussionen. Stimmst du dem zu oder kannst du dem was entgegensetzen? Das sehe ich überhaupt gar nicht so. Ich denke einfach, dass ich da auf Foren getreten bin, die einfach sehr, sehr harmonisch sind, wo die Leute sich nicht miteinander anlegen wollen. Das war an der Stelle mein Pech. Hätte ich das woanders gemacht, dann wäre es abgegangen, denke ich. Kann man jetzt so nicht wissen, aber ich habe drei Versuche gemacht. Also, wenn ich den Punkt nicht verdient habe, weiß ich auch nicht. Roman, das war ein schwacher Versuch. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Und Nils, ja, es war, ich würde sagen, okay, aber Platz zwei. Oma, du hast jetzt letztendlich die Gelegenheit, das Gleiche einfach nochmal zu machen. Ja. Und zwar mit deinem Diskussionsbeitrag eine weitere sinnlose Diskussion beizutreten. Nein, ich kann es mir nicht erlauben, aber ich werde trotzdem probieren, die anderen schlecht zu machen. Ich finde, was die anderen beiden, und zwar die Diskussion getroffen, weil bei Saskia, wenn man dann wenig Antworten bekommt, auch so halb. Da gibt dann Nils recht, das ist schon mehr ein Gag gewesen. Aber ich finde bei Nils eine Frage, welche Band ist besser, ist jetzt nicht gut, wenn man jetzt Haha Boyband, aber ist jetzt trotzdem nicht so sinnlos. Also wenn auf der Seite vielleicht die Diskussion geklappt hat, bei mir der sinnlos Bereich am meisten geklappt.
Bei dir hat der Sinnlosbereich am meisten geklappt. Ja, bei dir scheitert es am Diskussionspart. Also jetzt muss ihr entscheiden, wer den Punkt bekommt. Und ich würde mal so sagen, Roman, du bist auf ganzer Linie gescheitert. Und ja, Saskia und Nils, bei euch hat es bei beiden so mittelmäßig bis eher nicht so gut funktioniert. Aber Saskia, bei dir muss ich schon sagen, du hast es dreimal versucht und bist dreimal gescheitert. Und deshalb kriegt Nils den Punkt. Nils ist wenigstens nur einmal halb gescheitert und hat es dann aufgegeben, wie sich das gehört. Der erste Punkt geht an Nils. Und wir kommen zu Runde 2. Aufgabe 2. Das beste Security Cam Video. Eine der Sachen im Internet, mit denen ich am meisten Zeit verbringe, man könnte vielleicht auch sagen, verschwende, ist mir irgendwelche Videos anzuschauen, egal ob nun auf YouTube oder wenn gerade mal irgendwas bei Twitter oder bei Reddit reingespült wird. Und eine Sache, die mir da ganz besonders gut gefällt, sind Security Cam Videos, also Videos, die nur zufällig aufgezeichnet wurden, weil irgendwo gerade eine Sicherheitskamera hing. Und genau darum ging es bei der zweiten Runde, ein möglichst gutes Security Cam Video im Internet zu finden. Fangen wir bei dieser Runde mal an mit Saskia. Saskia, was für ein Video möchtest du uns vorstellen? Was hast du mitgebracht? Ja, ich habe euch ein Video mitgebracht, wo vielleicht das Wort zufällig nicht ganz so gut passt, aber es ist nicht direkt eine Security Cam, aber eine Kamera, die in einem Haus angebracht ist. Und zwar möchte eine Frau aufzeichnen, wie sie schlafwandelt. Und es ist einfach super, super lustig. Das Video geht auch nur eine Minute und ich würde sagen, ich kopiere euch das Video einfach einmal. Welcome to sleepwalking with me. No, 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 no. Frau ist halt durch diese Videos berühmt geworden und macht immer so total verrückte Dinge. Und ich habe jetzt einfach eines der Videos genommen, die am meisten geklickt sind, weil dann natürlich auch besonders interessante Sachen passieren. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten und ja auch so ein bisschen Spaß mit hier reinbringen. Und ich hoffe, dass ich mir damit die Punkte gesichert habe. Ich habe mir eine Notiz gemacht. Diese Notiz heißt Fight Fucker. Das fand ich sehr eingängig irgendwie in dem Video. Ich weiß nicht, wen sie da herausgefordert hat, aber sie war sehr überzeugt davon. Also ich muss sagen, ich kannte es schon, aber das Video gucke ich mir immer wieder gerne an. Bin ich mal gespannt, was die anderen dem entgegenzusetzen haben. Roman, was möchtest du uns vorstellen? Bei Security Cam Videos ist ja das Besondere, dass was Unerwartetes an einem bekannten Ort passiert. In diesem Fall in der Schule. Ich finde, mein Video ist ziemlich kurz, sind nur 20 Sekunden. Ein bisschen fühlt man sich schlecht, weil man drüber lacht, aber es ist auch wieder so schnell vorbei, dass man sich nicht allzu leicht schlecht fühlen kann. Und ich finde einfach, obwohl es keine Kameraführung gibt, als einfach eine feste Kamera ist, irgendwie hat das was, vor allem wenn man an der Wand dann noch Thank you lesen kann dazu. Ich fand, das hat eine skurrile Kombination, aber ich schicke jetzt mal das Video. No, it's not a student late for class. It's a deer running through the hallway of this school in Mississippi. The deer is seen going full speed ahead until it loses control on the slippery floor and regains its footing before dashing out the door. Ich bin einfach als Europäer dafür, mir die Sicht fehlt, aber was macht ein Reh in der Schule? Glaubst du, das ist ein kulturelles Ding? Glaubst du, das ist was typisch Amerikanisches? Was ich sagen muss, was mir besonders gut gefallen hat, ist die musikalische Untermalung. Das hatte sowas von Heist-Movie irgendwie. Als wäre das gerade irgendwie eine krasse Flucht vor der Polizei oder so. Keine Ahnung. Das hat mir gut gefallen. Nils, du bist der Letzte. Was hast du uns mitgebracht? Ich möchte gar nicht viel davon erzählen. Ich poste einfach mal den Link rein. This is how my day is gone.
Ja, also das Großartige an dem Video, finde ich, ist einfach diese Resignation in seiner Stimme, dass er einfach sein Schicksal akzeptiert und man fühlt irgendwie mit diesem Menschen, man fragt sich, was hat er vorher schon erlebt an dem Tag? Ist einfach irgendwie ein Mensch, der jegliche Hoffnung verloren hat. Das fand ich einfach sehr witzig. Gut, dann fangen wir jetzt mal an mit der Diskussion. Ich bin mal gespannt, was ihr zu den anderen sagt. Ich habe ja schon mal ein bisschen kommentiert. Aber Saskia, was sagst du? Wie haben dir die Videos von Nils und Roman gefallen? Ja, also ich sag mal, witzig ist jetzt was anderes. Das von Roman, das war schon schade, es tat mir auch kurz ein bisschen leid. Aber ja, der Witz war nicht so da. Ne? Ich finde immer so Security Cam, da passiert ja auch, da passieren wilde Sachen, da muss man lachen. Das ist ja so Videos, die man häufig sieht im Internet. Ja, okay, bei uns jetzt vielleicht nicht. Da läuft nicht immer eben so ein Reh durch die Schule, aber man kennt die Videos. Man kennt sowas mit Tieren und so. Ne? Ist jetzt nicht so was Neues gewesen. Und bei Nils, ja, war auch ein Video. Ist ja jetzt nicht so viel passiert, ne? Ja, das war mein Beitrag. Okay, harte Angriffe. Shots fired. Roman, kannst du so nicht stehen lassen, oder? Ja, also ich verstehe dieses beim Security Cam Video muss man lachen und dann verstehe ich ihr Video nicht so wirklich. Also es geht generell, ich verstehe das Video nicht. Und es ist halt auch nicht wirklich ein Security Cam Video, also trifft es das auch nicht ganz. Bei Nils ist halt, ja, irgendwie ist es schon witzig, aber ich finde nur im letzten Satz eigentlich nur. So, das Video an sich hat da nicht viel. So ein bisschen mehr, Nils. Warum ist es das nicht und warum ist es das bei den anderen? Ich finde, ein gutes Security-Cam-Video muss ein bisschen mit den Erwartungen brechen. Im Prinzip ist man mittlerweile im Internet so übersättigt schon mit Security-Cam-Videos, dass man alles schon gesehen hat. Zum Beispiel bei Saskia passiert ja sehr viel in dem Video. Es ist auch alles witzig, aber man hat es auch schon oft gesehen. Auch bei Roman, Tierfails. Immer gut, immer witzig, aber schon oft passiert. Und deswegen fand ich mein Video in dem Fall am besten, weil eben nicht dieser große Fail passiert, sondern es ist einfach so ein alltägliches Video, was so ein bisschen mit der vielleicht Tradition von Security Cam Videos bricht und dadurch witzig ist. Okay, alle drei sehr überzeugt von sich, aber so soll es ja sein. Und jetzt liegt es an mir, eine Entscheidung zu treffen. Und ich muss sagen, ich bin ein sehr einfacher Mensch. Wenn sich ein Reh auf die Fresse legt, finde ich das witzig. Insofern geht der Punkt an Roman. Herzlichen Glückwunsch, Roman, du gewinnst den zweiten Punkt. Und wir kommen zur dritten Runde von vier. Ein Punkt für Nils, ein Punkt für Roman. Saskia, du hast noch keinen Punkt. Mal schauen, ob das jetzt klappt, mit der dritten Runde. Und in der dritten Runde geht es um eine Plattform, auf der ich mehr Zeit verbringe, als ich das gerne zugeben würde. Außerdem verschwende ich da deutlich mehr Geld, als ich das gerne wahrhaben möchte. Es geht um eBay Kleinanzeigen. Aufgabe 3. Das beste 5-Euro-Ding von eBay. Und die konkrete Aufgabenstellung in diesem Fall war es, das beste Ding bei eBay Kleinanzeigen für 5 Euro oder weniger zu kaufen. Und ich bin gespannt, was ihr da mitgebracht habt und möchte an dieser Stelle anfangen mit Roman. Roman, was hast du gekauft bei eBay Kleinanzeigen? Ja, es gibt da viele Sachen. Ich dachte, okay, ich würde was Langweiliges, Nützliches nehmen. Aber manchmal denkt man sich auch bei manchen Gegenständen, warum existieren die? Und dann, ah, genau für diesen Zeitpunkt existieren die. Hotpants. Ja, ich finde, das hat mich sofort getroffen, als ich das gesehen habe. Für 3 € dachte ich ein Schnäppchen. Und ich sage auch ganz ehrlich, kleiner Bonus, Punkt daran ist, dass du den möglichen Wiederverkauf übernimmst. Das ist richtig, ja, das hatte ich angeboten. Roman, ich sage dir jetzt Folgendes, ohne die anderen beiden gesehen zu haben, wenn du die jetzt anziehst, kriegst du den Punkt. Wenn du es nicht anziehst, dann läuft es auf eine normale Runde hinaus. Es ist mir nicht wert. Okay, das kann ich gut nachvollziehen. Machen wir weiter mit Nils. Nils, worin hast du deine 5 € investiert? Ja, die Aufgabenstellung war ja die beste Sache für unter 5 Euro. Und die beste Sache, die wichtigste Sache der Welt ist ja gute Laune. Und ich habe festgestellt, man kann gute Laune tatsächlich kaufen. Das wusste ich bis jetzt auch nicht. Aber in der Tat kann man das tun. Und zwar sind das hier Stadtzigaretten. Stadtzigaretten, warum? Weil Stadtzigaretten
statt Zigaretten 40 gute Laune-Tipps da drin sind. Und gerade jetzt zu Corona-Zeiten ist das natürlich ideal. Da sind 40 tolle Tipps dabei, wie man immer gute Laune haben kann. Ich möchte mal exemplarisch eins vorstellen davon. Hier ist eine Sofortmaßnahme am Schlechte-Laune-Ort, nennt sich das. Malen macht Freude. Keine Angst. Du musst kein großer Zeichenkünstler sein. Ein Stift und ein Blatt Papier genügen, um ein Gute-Laune-Bild zu malen. Zeichne einen großen Smiley in die Mitte. Das bist du. Und viele kleine, denen du die Namen gibst, zum Beispiel vom gestressten Chef, dem brummigen Busfahrer am Morgen, der Nachbarin, die nie grüßt, gerne auch Smileys mit Armen und Beinen und Haaren auf dem Kopf, hängen das Bild auf und lass dich von so viel guter Laune einfach anstecken. Und das habe ich einfach mal gemacht, exemplarisch. Das hier bin ich. Ich habe wahnsinnig gute Laune. Und hier sieht man zum Beispiel, das ist der gestresste Chef. Aber der hat auch ein Lächeln auf dem Gesicht. Da ist man direkt froh, wenn man das sieht. Die brummige Busfahrerin hier, auch gut gelaunt. Hier habe ich eine ein bisschen kreative Freiheit benutzt und eine blöde Sau gemalt, aber auch mit guter Laune. Und unten ein Nachbar, der nie grüßt, auch gut gelaunt. Und wenn ich das sehe, mein großes lächelndes Gesicht, da kriege ich direkt gute Laune. Und das ist nur ein von 40 Tipps, den ich hier umgesetzt habe. Ich bin gespannt, was die anderen 39 noch zu bieten haben. Ich finde dich nach dem ersten schon fast unerträglich. Bitte setze sie nicht um. Kommen wir zum letzten Teilnehmer in dieser Kategorie, zur letzten Teilnehmerin, Saskia. Was hast du gekauft? Ja, ich muss dazu sagen, dass ich mich gegebenenfalls ein paar Tage zu spät gekümmert habe und es dann eventuell mit dem Versand knapp hätte werden können. Deswegen dachte ich, ich muss ein bisschen kreativ werden und versuche einfach, was nicht 5 Euro kostet, so ein bisschen zu handeln. Ich kann euch ja meinen Versuch mal zeigen. Ob er gescheitert ist, könnt ihr selbst entscheiden. Schaut es euch an. Einen Blick drauf zu werfen, lohnt sich auf jeden Fall. Es wurde eine PlayStation 5 original verpackt für 650 Euro angeboten und ich habe dann natürlich lieb und freundlich, wie ich bin, gefragt, ob er sie dann auch für 5 Euro verkaufen würde. Leider habe ich keine Antwort bekommen, was ich sehr schade fand, weil es hätte ja auch sein können, dass ich eventuell einfach 2 Nullen vergessen habe. Mittlerweile ist sie auch verkauft. Ich denke, ich werde da auch noch einen wütenden Kommentar oder eine Nachricht schreiben, aber ich habe es versucht und ich denke, dass das auch viel wert ist. Genau. Saskia, so viel kann ich jetzt schon sagen. Ich finde, das ist der bessere Versuch, eine sinnlose Diskussion anzufangen, als alles, was du in der ersten Aufgabe präsentiert hast. Kommen wir jetzt wieder zur Diskussionsrunde. Roman, ich bin gespannt, warum deine Hotpants besser ist als gute Laune und eine PlayStation 5 für 5 Euro. Also bei Nils, ich habe noch nie so schnell schlechte Laune bekommen, als er den ersten Tipp vorgelesen hat. Das ist schon alles. Ich finde die Idee eigentlich nicht schlecht, aber es ist halt dann leider nicht da. Ich weiß nicht warum. Und es gibt es halt. Das, Nils, sind harte Worte. Du wirst hart attackiert. Mhm. Warum erzählt Roman Quatsch und warum ist deins am besten? Ich muss meins hier gar nicht großartig verteidigen, weil gute Laune ist gute Laune. Da muss ich gar nicht mehr viel zu sagen. Das ist einfach super. Ich finde, zu Saskia ist eine fantastische Idee. Und ich glaube, das hat jetzt aber zeitlich nicht gepasst, ne? Sonst hättest du die bestimmt bekommen, die PlayStation. Roman, ja, wäre auch super, wenn du sie angezogen hättest. So, naja, weiß ich nicht so wirklich. Und es ist auch ein bisschen creepy. Ich hoffe, das war eine Selbstabholung für dich, dass du vor der Tür stehen musstest und die selbst in die Hand nehmen musstest, die Hose. Wenn das der Fall war, dann gönne ich dir die Punkte, aber ich bezweifle es. Also Roman, um das nochmal klar zu ziehen, du hast sie versenden lassen, du hast sie dir schicken lassen. Nee, ich musste sie abholen. Du musstest sie wirklich abholen. Daran bin ich jetzt aber sehr interessiert. Wer hat sie dir verkauft? Wer stand dir da gegenüber? War es ein 13-jähriges Mädchen? Nee, leider nicht. Leider mein Alter. Das schneide ich nicht mehr raus. Nee. Ja, Saskia, bei dir sieht es jetzt fast so aus, als stündest du auf verlorenem Posten, aber du hast natürlich trotzdem nochmal die Möglichkeit, dich hier zu verteidigen. Ja, es sieht bei mir mau aus, aber ich sag mal so, die beste Sache, ich weiß es nicht, Roman, ob diese Hotpants die beste Sache ist für uns, für dich. Wirst du sie anziehen, wirst du sie nutzen können oder ist es einfach ein unnötiger Gegenstand, der jetzt bei dir rumfliegt? Ich weiß ja nicht. Ja, Nils, das ist offen, ja, man könnte es nutzen, dieses Gute-Laune-Set. Ich bin mir aber fast sicher, dass
das nur fürs Vorführen war. Ich glaube nicht, dass du es wirklich nutzen möchtest. Und ich möchte auch noch mal sagen, dass ich hier wirklich gezeigt habe, dass ich wenigstens nachgefragt habe. Und hätte ich diese PlayStation bekommen, hätte ich ja sogar beweisen können, dass ich sie für 5 Euro bekommen habe, was die anderen ja jetzt gerade nicht vorweisen können. Okay, das ist ein berechtigter Punkt. Aber bei den anderen Dingen bin ich mir sehr sicher, dass sie weniger als 5 Euro wert sind. Also ich glaube, die Diskussion, die können wir schnell abhaken. Hat gute Laune einen Preis? Ich würde behaupten, so 4,50. 3 Euro. 3 Euro hast du bezahlt, okay. 3 Euro kostet also gute Laune. Ja gut, Folgendes, machen wir es kurz. Saskia, hättest du die PlayStation bekommen, dann hätte ich dir nicht nur einen Punkt gegeben, sondern dir auch 10 Euro für die PlayStation geboten. Vielleicht hättest du ja ganz schnell 100% Gewinn machen können. Nils, du hättest den Punkt bekommen. Es hätte mich richtig Überwindung gekostet, aber du hast halt gesagt, ne, dass du Roman den Punkt gönnst, wenn er selber abgeholt hat. Und das konnte Roman leider bestätigen. Und insofern geht dieser Punkt an Roman. Das hast du selbst verbockt. Roman, du führst, du hast 2 Punkte, Nils hat 1 Punkt. Aber Saskia, auch für dich ist noch der Finaleinzug absolut möglich, weil in der letzten Runde, das ist eine Doppelpunktrunde, da gibt es 2 Punkte. Also auch damit könntest du Nils noch überholen und mit Roman gleichziehen. Und zu dieser Runde kommen wir jetzt. Aufgabe 4. SpongeBob-Memes not safe for work. In jeder Folge soll es mindestens mal eine Aufgabe geben, in der es um Meme geht. Das hatten wir bisher noch nicht, aber das kommt jetzt. Und zwar soll es ein SpongeBob-Meme werden. Die Idee für diese Aufgabe hatte ich ehrlich gesagt, als ich irgendwann mal erfahren habe, dass es eine SpongeBob-Porno-Parodie gibt. Und ich muss gestehen, ich habe sie zumindest in Teilen gesehen und es ist das Verstörendste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Und für diese Aufgabe hatten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 2 Möglichkeiten. Entweder ein Not Safe for Work SpongeBob-Meme oder ein Safe for Work-Meme, was die SpongeBob-Porno-Parodie als Grundlage nutzt. Ich bin mal gespannt, wer welchen Weg gewählt hat und was dabei rumgekommen ist. Und Anfang an dieser Stelle tut wieder Nils. Nils, ich bin gespannt auf dein SpongeBob-Meme. Ja, ich lass einfach das Meme für sich sprechen. Ich sag da jetzt gar nichts mehr zu. Ich, wenn ich mich auf der WG-Party im Badezimmerspiegel betrachte und beim Blick auf die Uhr feststelle, dass der nächste Morgen schon begonnen hat. Good morning, good looking. Offensichtlich hast du sogar eine Version mit Subtitles gefunden, richtig? Oder musstest du den noch selbst einfügen? Den musste ich selber eingeben. Und ich muss auch sagen, also diese Erfahrung hat mich sehr verstört, mir das Video anzusehen. Also ich bin nicht mehr der gleiche Mensch wie vorher. Aber ich finde das Bild sehr gut und mir gefällt auch das Meme. Ich bin gespannt, Saskia, welche Route bist du gegangen? Ja, ich bin den ähnlichen Weg gelaufen. Und zwar habe ich das folgende Meme erstellt. Wenn du mega stolz auf dein Karnevalskostüm bist und noch nicht gecheckt hast, dass 2021 ist. Also nochmal ein SpongeBob-Porno-Parodie-Meme. Roman, 3 in einer Reihe oder doch der andere Weg? Nee, ich hab's andersrum gemacht, aber ich habe ähnlich wie Saskia was sich auf den Zeitgeist bezieht. Wenn man in der Pandemie versucht, einen Nutzen für seine Kondome zu finden. Wenn die vierte Welle angekündigt wird. Ja, 3 Memes, 2 aus der Pornoparodie, eines aus einer ganz normalen Folge, aber das dann eben not safe for work. Ich bin gespannt, wie ihr die jeweils anderen Ergebnisse beurteilt. Nils, wie fandst du das, was Roman und Saskia da gemacht haben? Okay, es waren okay Beiträge. Ich gebe zu, ich habe auch geschmunzelt bei beiden. Saskia, es war ein gelungenes safe for work Meme. Aber weil Karneval überhaupt nicht mein Ding ist, kommt das für mich sowieso nicht in Frage für den Sieg. Und ich schätze Tim auch so ein, also er wird seine jegliche Integrität verlieren, wenn er einem Karneval-Meme den Punkt gibt. Romans war witzig, ich habe auch geschmunzelt wieder. Aber es war schon fast so verstörend, SpongeBob mit einem Kondom zu sehen, dass dafür möchte ich auch nicht den Punkt sehen für den Gewinner. Deswegen. Also Nils, du hast dir gerade eine SpongeBob-Porno-Parodie angeschaut und das hat dich jetzt verstört. Das war exakt, exakt. Das sagt doch schon alles. Saskia, wie siehst du das Ganze? Also erstmal möchte ich sagen, dass ich ein Meme erstellen konnte, ohne mir diese
Porno Folge angucken zu müssen. Da bin ich schon auch sehr stolz drauf. Ich finde, das hat auch schon einen Punkt verdient. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich auch kein Karneval-Fan bin, aber was Verstörendes oder aus was Verstörendem, ja, ein verstörendes Meme draus zu machen, finde ich auch in Ordnung. Das heißt, Karneval ist nicht unser Ding. Diese Porno-Party ist nicht unser Ding. Das heißt, zusammen funktioniert es einfach. Anderen waren auch okay, aber ja, ne? War halt auch nur okay. Also, dass die SpongeBob-Parodie nicht unser Ding ist, da sprich mal für dich selbst. Ich will dazu an dieser Stelle erstmal nichts sagen. Roman, dein letzter Diskussionsbeitrag in der Hauptrunde. Verteidige dich. Also ich wollte eigentlich gerade sagen, also Respekt an die anderen beiden, dass sie aus dieser Porno-Parodie dann das Not Safe for Work, was Safe for Work gefunden haben. Jetzt hat Vasco gesagt, dass sie das gar nicht angeguckt hat. Das ist dann irgendwie für mich eher ein Gegenargument. Und bei Nils, ich hab schon vergessen, was es war. Das ist ein gutes Argument dagegen. Was für ein Roast. Nee, aber das Argument, das meint so verstörend ist, der Grund, warum ich nicht auf die Porno-Party gegangen ist, weil mir dieses Video Angst macht. Okay, ihr habt eure Meinung gesagt und es liegt jetzt an mir, eine Entscheidung zu treffen und damit natürlich auch zu entscheiden, wer ins Finale kommt. Ich will es kurz und schmerzlos machen. Saskia, es tut mir sehr leid, du konntest mich hier nicht überzeugen. Das war es leider mit dem Finaleinzug für dich. Und insofern sind die Punkte an der Stelle nur Kosmetik. Aber diese kosmetischen Punkte, die gehen für mich an Nils. Ich finde das Bild gut, ich finde die Caption gut, ich finde, es ist ein gutes Meme. Zwei Zusatzpunkte für dich. Du bist der Gesamtführende und du und Roman, ihr seht euch wieder im Finale. Unverdient. Okay. Finale. Herzlich willkommen zum Finale von der ersten Folge von Dies, das Internet. Heute sind Nils und Roman mit dabei. Ich freue mich, dass ihr es soweit geschafft habt. Im Finale geht es darum, wer als erstes zwei Punkte macht. Hier haben nicht die Teilnehmer und Teilnehmerinnen was vorbereitet, sondern ich. Ich als Game-Show-Master werde den beiden gleich Fragen stellen bzw. Aufgaben stellen, die sie spontan lösen müssen. Bei der ersten Aufgabe, da wird es schwer politisch. Ich sehe mich hier auch als politische Show. Und deswegen würde ich auch ganz klar die Meinung vertreten und ich weiß, dafür werde ich viel Hass abbekommen. Aber ich würde sagen, Donald Trump, naja. Und um Donald Trump soll es gehen in der ersten Aufgabe dieses Finales und zwar um Donald Trumps Tweets, die mittlerweile legendär sind. Er mittlerweile selbst bei Twitter gesperrt, aber einige seiner Tweets findet man natürlich trotzdem noch. Und zwar werde ich euch gleich 5 Tweets zeigen. 4 davon hat Donald Trump getweetet. Einen davon habe ich mir ausgedacht und so getan, als wäre ich Donald Trump. Und es geht bei euch darum, herauszufinden, die Nummer, wie viel ich mir ausgedacht habe. Schaut euch alle Tweets bis ganz zum Ende an. Habe ich das geschrieben oder war das wirklich Donald Trump? Tweet Nummer 1, I have never seen a thin person drinking Diet Coke. Klingt nach was, was Donald Trump gesagt haben könnte, könnte ich mir aber auch ausgedacht haben. Tweet Nummer 2, why is Obama playing basketball today? That is why our country is in trouble. Das wird sicherlich der einzige Grund sein, aber habe ich mir das ausgedacht oder war es Trump? Nummer 3, sorry losers and haters, but my IQ is one of the highest and you all know it. Please don't feel stupid and insecure, it's not your fault. People keep telling me I should win the Nobel Prize in every category, but I don't want to, since Obama got one. Oder ist es doch der letzte, der 5. Everyone knows I'm right that Robert Pattinson should dump Kristen Stewart. In a couple of years, he will thank me. Be smart, Robert. Okay, Nils, was war deine Idee? Warum glaubst du, dass einer dieser Tweets nicht von Donald Trump war? Also ich glaube, dass der zweite Tweet nicht von Donald Trump war, indem er über das Basketballspielen von Obama redet. Einfach, weil ich einen Tweet wiedererkannt habe tatsächlich, also der Kristen Stewart Tweet. Da weiß ich, dass Donald Trump den abgesondert hat. Und das Basketballspielen, ich glaube, er hat sich immer mehr über das Golfspielen aufgeregt, tatsächlich von Obama. Deswegen habe ich überlegt, dass das vielleicht der falsche Tweet sein könnte. 2 ist dein Tipp. Roman, was hast du gesagt? Ah, jetzt habe ich schon gehört, dass es den Tweet wohl wirklich gab. Also ich habe tatsächlich die 5 genommen mit Kristen Stewart. Mir schien es komisch, dass er beide Schauspielnamen richtig geschrieben hat. Ein valides Argument. Aber Nils hatte da tatsächlich recht. Der Tweet Nummer 5, den hat er so tatsächlich geschrieben. Und den Tweet Nummer 2 aber auch. Ihr habt beide Unrecht. Keiner bekommt in dieser Runde einen Punkt. Ich löse gerne auf. Es war der 4. Tweet.
Es ging um den Nobelpreis, bei dem Leute ihm erzählen, den solle er in jeder Kategorie gewinnen, aber er will gar nicht. Das hatte ich mir ausgedacht, aber das scheint den Tonfall Trumps doch gut getroffen zu haben. Leider keinen Punkt in der ersten Runde. Machen wir weiter mit der zweiten Runde. Und in der zweiten Runde, Saskia, da bin ich dir auch sehr dankbar, dass du nur noch dabei geblieben bist. Denn in der zweiten Runde spielst du auch eine entscheidende Rolle. Denn ich schicke dir jetzt entweder einen Link zu einem Video oder ich schicke dir einfach, dass du dir doch bitte schnell den Inhalt eines Videos ausdenken sollst. Du erzählst also gleich, während das Video läuft oder eben einfach kein Video läuft, was du da siehst oder vielleicht auch nicht siehst. Und Nils und Roman müssen dann eben raten, ob du tatsächlich von mir einen Link für ein Video geschickt bekommen hast, also ob das, was du da erzählst, wirklich existiert oder ob du es dir nur schnell ausgedacht hast. Ich schicke dir jetzt den Link. Okay, Saskia, klick drauf oder tun sollst, würdest du draufklicken? Und dann versuch mal zu erzählen, was du da siehst. Ich habe meine Brille abgenommen, dass man hier keine Reflexion oder sonst irgendetwas sieht. Seid ihr bereit? Okay, man sieht eine Person filmend in der U-Bahn und die filmt so ein bisschen umher und man sieht blaue Sitze und Leute, die da sitzen und stehen und dann schwenkt die Kamera um und man sieht jemanden in einem Pinguinkostüm, der Schlagzeug spielt. Gibt es das wirklich oder hat Saskia sich das gerade auf die Schnelle ausgedacht? Nils Roman, schreibt mir bitte eben im Chat. Nils, fangen wir an mit dir. Glaubst du, das war echt oder war das ausgedacht? Ich glaube tatsächlich, dass es echt ist. Ich konnte mir das, also Saskia hat es sehr schön erklärt, ich konnte mir das direkt vorstellen, wie es irgendwie in der New Yorker U-Bahn passiert. Und da, man kennt ja viele solche U-Bahn- und Zugvideos und so. Und deswegen halte ich es für realistisch, dass so ein Video existieren könnte. Roman, hast du das Gleiche gesagt oder was anderes? Nee, also ich habe gesagt, es ist ausgedacht. Meine Strategie mit der Brille wurde mir ja genommen. Das Video an sich konnte ich mir auch gut vorstellen, dass es das gibt. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht so, wie Saskia ein Video geschaut hat, dass es sehr aktives Schauen war, um mich vielleicht darauf zu verleiten, dass da ein Video ist. Deswegen habe ich gedacht, muss das Gegenteil sein. Also ausgedacht. Das heißt, ihr seid unterschiedlicher Meinung. Es gibt genau in dieser Runde schon einen Gewinner. Saskia, willst du auch lösen? War es echt oder war es ausgedacht? Es war echt. Es war nicht ausgedacht. Insofern gewinnt Nils den ersten Punkt im Finale. Und wir schauen uns das Video nochmal zusammen an. Nach der letzten Runde hat Nils einen Punkt, Roman noch keinen im Finale. Das heißt, Nils, du kannst das Ding jetzt klar machen oder Roman, du kannst ausgleichen und eine Entscheidungsrunde erzwingen. Ich gebe ein Bild frei. Ihr werdet fast schon sehen, worum es geht. Es geht um Shrek und zwar geht es um das YouTube-Video Shrek, but every time he takes a step, it gets 5% faster. Kontext von demjenigen, der es erstellt hat. Es zählen nur Steps, die man sieht. Und ihr seht, eine ganz entscheidende Stelle bei diesem Video habe ich geblurrt, und zwar die Länge des Videos. Überlegt euch also, wie lang ist dieses YouTube-Video und schreibt mir eure Schätzung. Okay, ich habe zwei Antworten erhalten. Roman, was hast du geschätzt und wie bist du drauf gekommen? 1 Minute 17 geschätzt. Die Zahl hat sich einfach gut angefühlt. Also es muss schon sehr kurz sein, weil Schritte ja nacheinander sofort immer passieren. Also das Video wird sehr schnell, sehr schnell. Ich dachte aber, vielleicht ist es nicht super, super kurz, weil sich Schreck vielleicht nicht so viel bewegt, wie man denken könnte. Und da bin ich noch über 1 Minute gegangen, aber sicher bin ich mir nicht. 1 Minute 17, Nils, weniger oder mehr? Mehr. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich tatsächlich niemals Schreck gesehen habe. Das heißt, ich konnte schwer abschätzen, wie viel da gewandert wird und wie viele Schritte gemacht werden. Aber grundsätzlich dachte ich mir, so lang wird das Video nicht sein, weil bestimmt wird irgendwo rumgelaufen, deswegen habe ich 15 Minuten und 37 Sekunden getippt. 1 Minute zu 15 Minuten, das ist natürlich schon ein ganz schöner Unterschied. So viel vorneweg, die Wahrheit liegt in der Mitte und wir schauen jetzt, wer näher dran ist und den Punkt bekommt. Dieses Video ist 9 Minuten 33 Sekunden lang. Nils ist näher dran, Nils bekommt den Punkt. Und damit haben wir auch einen Gewinner. Nils, 2-0 für dich im Finale. Du bist der Gewinner der ersten Folge von Dies, das Internet. Herzlichen Glückwunsch. Und damit gebührt dir auch die Ehre der Abmoderation. Also verabschiede dich. Ja, erstmal möchte ich mich für diesen großartigen Sieg bedanken. Es ist eine große Ehre für mich. Und ich möchte die Plattform noch kurz nutzen, um was zu promoten.
und zwar das Internet. Guckt einfach mal rein, gibt viele spannende Sachen. Einfach Internet googeln, einfach mal, was man so findet, ist eine gute Sache. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, viel Spaß und macht's gut. Ciao. Das Internet. Welcome.